Hallo. Ja, was willst du denn jetzt schon wieder? Ja, Mister, bestimmt ein Archäologe mit Bart. Du hast beim Sammeln von... Achso, die Stimmen sind ja auch egal, ne? Muss auch keinen Sinn machen. Du hast beim Sammeln von Fossilien saubere Arbeit geleistet. Ich habe gerade ein besonderes Gebiet auf der Fossileninsel freigegeben. Schau doch mal dort vorbei. Okay, wenn ihr das sagt, dann mache ich das ja wohl mal, ne? Ich bin busy, busy. Liebe Schwesti, Schwesti. Meine Schwester war auch in Ordnung. Die Schwester darf wieder das Level dann machen. Und der Junge macht halt die harte Arbeit. So wie im Real Life. Okay, muss ich da erst mit dir reden oder was? Die Leute sagen mir immer, dass Graben harte Arbeit sei, aber die besten Schätze im Leben erfordern immer ein wenig Muskelkraft, um gefunden zu werden. Ich habe noch nie meine Hand an einem Spaten gehabt. Es ist wichtig, dabei zu bleiben und weiter zu graben. Okay, thanks. Was ist jetzt? Mein Gott, was ist mit diesen Typen? Du bist sehr... Weiß nicht. Mysteriös oder... wie heißt das Wort? Eher so ein bisschen... Ne? Hast du mich gerade nass gemacht und auf eine einsame Insel gelockt? Smooth! Willkommen zur neuesten Attraktion der Fossileninsel. Die Akademie der Fossilienjäger. Wenn du ein echter Fossilienjäger sein willst, kannst du deine Fertigkeiten hier unter Beweis stellen. Mit jedem neuen Rang bekommst du etwas Glänzendes. Warum kann ich nicht irgendwas Tolles bekommen? Gib mir doch irgendwie ein DS oder so. Warum muss ich denn... Nicht alles ist auf der Welt dran. Scheinbar schon, aber nicht alles sind Medaillons. Das ist der Opa. Wir sind nicht der Opa. Der Opa stirbt bald, so wie seine Frau. Weißt du? Und dann ist es auch egal. Die Medaillons, die kann er sich zu Hause hinhängen und das war's. Das ist so wie Dagobert Duck mit seinem Geld. Wir sind Geschwister, wir wollen Abenteuer erleben und das heißt, die Medaillons können wir doch verkaufen oder so, keine Ahnung. Willst du mal probieren? Grabe vor Ablauf der Zeit alle Fossilien aus, um zu gewinnen. Ich muss bezahlen dafür. Schließ die Augen, um nicht zu spicken. Was? Oh mein Gott. Das war sehr einfach. Man muss einfach neun Sachen machen. Okay, neun Sachen einsammeln. Gut, dass ich das auch noch eingesammelt habe. Danke für das nächste Medaillon. Das war mir echt jetzt wichtig. Also... Wenn ich so zurückdenke, Mario Sunshine, da war es wenigstens noch so, dass die gesagt haben, die Sonnendinger, die wurden beschmutzt und die brauchen die Insel und so weiter. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt von, ja, okay, ist wichtig. Hier ist einfach nur ein Typ, der die Millions sammelt. Das ist nochmal was Neues. Okay, ne, busy, busy. Woo. Freu dich nicht so. Lesen. Fliege durch den Ring, um den super aufsteigenden Kurs zu betreten. Oh mein Gott, nee, danke. Oh nein, ich hasse Fliegedinger. Oh. Wieso kackt ihr mich jetzt eigentlich voll mit so viel Zeug? Was ist toll? Es ist toll, dass es so viel Zeug gibt, aber vielleicht solltet ihr das nach und nach freischalten und nicht alles auf einmal. Aber okay. Hallo du. Hallo und willkommen zum Supersegelkurs. Ich organisiere einen kleinen Segelwettbewerb für die Einheimischen. Du gehörst nicht dazu. Gib weg, wir mögen dir keinen Ausländer. Verpiss dich, du Arsch. Ich, obwohl keiner von ihnen besonders gut fliegen kann, Aru. Was ich mit dir willst, mal probieren. Ach, ich muss dafür auch bezahlen. Ja, komm, einmal. Lass mich alles für dich vorbereiten. Gib mir eine Minute. Oh, das ist mir zu lang. Oh mein Gott. Er erlebt alles. Hui, wow. Superman, ich hab die beste Panty an. Superman. Also Abenteuer hat er auf jeden Fall. Also, ja, könnte jetzt eigentlich auch aufhören. Warum kriege ich die Münzen nicht alle? Kann ich besser einen Magneten bekommen oder so und dann die Münzen einsammeln? Das wäre schon nice. Okay. Es lenkt sich ja schon ganz gut. Spyro hat da schlimmere Sachen. Aber
ist jetzt auch nicht unbedingt spannend oder etwas, was ich unbedingt wieder haben möchte. Wir kriegen das Geld wenigstens zurück. Das ist natürlich sehr nett von ihm gemacht. Oh yeah, gib mir noch ein Medaillon. So viele Ringe. Ich werde alle heiraten oder einen Sexshop verkaufen. Ich habe sonst keine Hobbys oder Leben. Das war jetzt von mir und nicht von ihm. Danke. Wow, nichts Neues freigeschaltet? Boah, wie schlecht. So. Gib mir mehr Geld. Gib mir mehr Geld. Ich werde hier einfach... Weißt du, ich nehme die ganze Erde hier und schmeiße nach unten. Wäre doch auch mal was. Wollen wir Panda besuchen? Ja, einfach nur... Okay, komm. Ich brauche jetzt ein nettes Gesicht. Hey, Panda. Cutie, na? Na, so knuddelig. Ah, ich glaube, ja, wir sind gleich groß, ich weiß. Hast du schon gesehen, da ist ein großer Mann mit Bart. Und du hast auch einen Bart, aber deiner sieht auch so fake aus. Warte mal ganz kurz. Guck mal. Aber nicht so fake wie der von großer Mann. Wieso habt ihr eigentlich alle keine Namen? Ne, ernsthaft? Keiner. Guck doch nicht so. Willst du irgendwas machen? Wollen wir Fang spielen? Tick, du bist. Fang mich, Panda, fang mich. Oh, und da treffen sich unsere Augen. Was ist das eigentlich da? Was soll das hier? Warum geht das um dich herum wie der Mond um die Erde? Und hast du nicht hier... Guck mal, du machst gar nichts. Du stehst da nur rum. Du könntest die Zeit auch ein bisschen benutzen, um Liegestützen zu machen, weißt du? Mr. Chicken Breast? Warte mal, deine Haare sehen ein bisschen aus wie er, ne? Ein bisschen wie großer Mann. Ja, schau mir ganz tief in die Augen. Wow. Möchtest du mich schauen, oder was? Nein, Panda. Das ist noch nicht so böse gemeint. Das ist was Positives, so knuddelig zu sein. Du hast mich Chicken Breast genannt. Ja, das hast du aber nicht gehört. Tschüss. Warte. Oh, da bin ich in dich reingerollt. Oh Mann, blöd. Ach, sind wir in einem K-Drama oder so? Oh, da müssen wir jetzt aber erstmal ein bisschen... Egal. Tschüss, Bandi. Hui. Wow. Wow, Rainbow all the way. Okay, wir wollen eigentlich zurück zum Wald, oder? Das war, was wir wollten. Aber erstmal... Bam. Kann ich nichts umhauen? Ah, was soll's. Gib mir das. Das Extra-Head wird sich sicher als nützlich erweisen. Das hättest du mir gleich geben können. So, jetzt müssen wir nie wieder mit Opa reden. Ein Glück. Yippie. Scheiß auf Opa. Woo. Ab in den Wald. Ja, er freut sich ja auch darüber. Nie wieder mit Opa reden. Oh nein. Oh, ich wusste nicht, dass ich darauf kann. Dankeschön. Ja. Ich verstehe das nicht. Warum kann ich nicht einfach so zum Wald zurück? Bäume und Schlüssel. Bäume und Schlüssel. Also wahrscheinlich Schlüssel einsammeln. Könnte ich mir vorstellen. Wir sammeln einfach mal alle Schlüssel ein. Und wir haben Nostalgiegefühle und denken sich so, ach ja, damals, vor gestern, das, was machst du denn jetzt schon wieder hier? Da haben wir hier noch eingesammelt. Jetzt könnten wir das aber auch gleich machen, jetzt wo wir wissen, dass es dann weitergeht. Hast du schon von den geheimen Bereichen in diesem Wald gehört? Nein, dann bin ich wohl der Einzige, der weiß, was hinter dem Wasserfall befindet. Oh, hast du nicht von mir verstanden? Okay, ich wusste schon vor dir, ey. Du denkst, du bist so Hipster, dabei weiß ich es viel... Oh, hab's selbst rausgefunden, ey. Ich bin viel besser als du. Bitch. Okay, wir versuchen mal 100 zu machen, oder? Und dann können wir wieder den Geldgeilen... Ich hätte jetzt fast was gesagt und das werde ich ja trotzdem sagen. Ah, nee, ist aber nicht lustig. Deshalb lasse ich's. Nein, 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 da ist doch ein Loch. Und wenn es ein Loch gibt, müssen wir in das Loch rein. Geh jetzt in das Loch rein, warte, wir schaffen das. Da können die doch nicht so ein schwarzes Loch machen, dass man da nicht rein kann. Warte. Scheinbar schon. Geiles Design, muss man ja mal sagen. Fuck you. Ne, ernsthaft. Mach doch nicht ein Loch dahin, wenn man da nicht... Egal.
Oder Jungs, ne? Mach doch nicht ein Loch dahin, wenn man es dann nicht benutzen kann. Oder? Oder? Lieber Gott? Okay. Und das findet die Schwester überhaupt nicht lustig, ey. Immer dieses Heteronormität, ey. Was ist, wenn sie... Ah, nee, warte, das gilt bei ihr ja auch. Sie gibt High Five. Oh ja, Französin hat auch ein Loch. Nur Bückstück hat noch kein Loch. Also er hat schon Loch. Nein, aber ihr wisst schon. Er läuft hier einfach mal ein bisschen rum und es hört sich sehr matschig an. Wir hatten scheinbar ein bisschen Tau. Wie kriegt man denn hier so viele Münzen? Alles auf der anderen Seite? War da doch noch so viel zu tun? Scheinbar. Oh, da sind noch ein paar. Hui. Ach, wäre das schön. Wäre jetzt die Schwarzhaarige hier. Weil dann wäre sie nicht auf meinem Schiff. Warte mal, warum ist denn das Schiff jetzt hier? Wieso ist das Schiff hier, wenn ich nicht mit dem Schiff hergekommen bin? That makes no sense. Und die Leute sind alle weg. Das ist ein Fake-Schiff. Das gehörte gar nicht dazu. Oh mein Gott, hep hep. Ja, wir gehen mit, aber natürlich gehen wir mit Mädel zu der Blonden und sagen, hier, ich habe dir ein paar goldene Zahnräder mitgebracht. Das ist nämlich Lesbo-Sprache für, willst du knattern? Und sagt, oh, das ist voll lieb von dir, Mädel, dass du mir Zahnräder gebracht hast. Oh, willst du mir helfen, die Zahnräder mit ganz viel Öl wieder in mein Flugzeug, wie heißt das jetzt? Flugschiff zu packen, weil das braucht scheinbar nur mein geiles Französisches. Und dann mal sehr gerne doch. Und dann kommt das Klischee, dass alle Lesben butsch sind und wissen, wie man mit Mechanik umgeht. Das stimmt gar nicht. Es ist so schlimm, wenn ihr sowas sagt und denkt, Lesben sind immer noch Frauen und Frauen haben einfach keine Ahnung von Technik. So, egal was für eine Art. Weißt du, sie wissen vielleicht, wie der Mixer angeht, aber sie wissen nicht, wie er funktioniert. Und wenn er kaputt geht, muss der Mann daran und sagen, hier, mache mir aber jetzt einen schönen Sandwich. Mit dem Mixer? Und dann, nein, mit deinen wunderschönen Händen. Weil deine Hände sind so weich und schön, aber gleichzeitig müssen sie so viel arbeiten. Ich verstehe auch Männerlogik nicht. Hui, oh mein Gott, ist das immer cool. Das ist mein Lieblingsding. Woo, mochte ich auch bei Mario immer. Wenn Mario so ganz besondere, schon bei Donkey Kong Mario, oh, diese besonderen Bewegungen. Okay, das ist eine Familie, keine Sorge. Das ist eine kleine Behinderung. Oh, wir haben's. Wir müssen jetzt wieder zurückkommen ohne... Warte. Woo, unnötig cool einfach gesprungen. Einfach nur, weil er es kann. Thanks, tschüss, hab dich lieben. So. Und der Knospenmann nur. Meinte der mich? Oh, mir hat noch nie jemand gesagt, dass er mich lieb hat. Aber jetzt, wo ist er weg? Oh, werde ich ihn jemals wiedersehen? Wofür brauchen wir jetzt Geld? Eigentlich für gar nichts mehr, oder? Doch, für die Extra-Level. Ach ja, das wird toll. Oh, kannst du mir noch ein bisschen Geld in den Arsch schieben? Ich bin Findom. Ja, der heißt jetzt Findom. Ganz einfach. Gib mir 100 Münzen, du. Du scheiß Arschbückstück. Dann schlag ich dich und trete dir in den Hintern. Und wir wissen, Bückstück steht da drauf, also. Vielen Dank. Jetzt verpiss dich. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Hol mir mehr Münzen. So, jeder, der es jetzt verstanden hat, ich glaube, ihr solltet mal weniger ins Internet gehen. Dankeschön. Und weiter geht's. Gleich zwei hintereinander. Weil wir so toll sind. Da. Warte. Das ist so immer, wenn ich kotzen muss. Wollen wir mal machen, dass wir auch im Real Life so alles so Geräusche machen? Also ihr macht so einen Schritt weiter als
normal, ihr geht nicht einfach nur, sondern ihr bewegt euch ein bisschen schneller und überspringt eine Stufe oder sowas. Oder ihr springt von einer Anhöhe runter. Einfach, nein, was ist jetzt schon wieder? Na komm zurück, Forscher. Ich habe weiter... wie habe ich hier nochmal gesprochen? Wie ein alter Mann, ne? Ich habe weitere Forschermedaillons in einer neuen Welt an unserer Steuerbordseite entdeckt. Nein, wir sind immer noch woanders. Der Reihe nach. Ein bisschen Ordnung muss sein, lieber Herr Opa. Hat der einen Namen? Sie heißt Sinkende Sahne. Sande. Sie ist voll mit gefährlichem Treibsand. Ja, und dann schickst du zwei Jugendliche hin. Wow, Applaus für diese Pädagogik. Toll. Aber ich bin sicher, dass du das hinkriegst. Ja, und wenn nicht, dann ist auch egal. Dann holst du dir einfach zwei andere weglaufende französische Zirkusweisen. Zeitziel gesetzt, Heho. Hör auf mit deinem Heho. Halt einfach die Fresse. Weißt du, Heho dich mal am Arsch. Warte. Du kannst einige Feinde betäuben, indem du auf sie rollst. Auf sie rollst? Aber sei vorsichtig und verletz dich nicht dabei. Hihi. Mein Gott, dort, Leute. Zwei Fotos habe ich erst gemacht. Ich habe drei Fotos gemacht. Und dann habe ich vergessen, dass ich ja Fotos machen wollte. Hör auf, mir das unter die Nase zu reiben, du dumme Kuh. Nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Okay, warte. Kann ich von dir ein Foto machen? Ich vergesse es wirklich. Hey. Scheinbar weiß Monsters. Eine spaßige Gruppe von kleinen Waldtieren. Spaßig? Was ist das hier überhaupt? Was ist das? Kann ich das runterschmeißen? Das soll ein Bonsai sein. Das ist ein toter Baum. Kannst du mal ein bisschen besser aufpassen auf unsere Natur, ey. Die Natur ist die einzige, die wir haben. Unsere Zukunft ist sehr wichtig, hörst du? Oh. Wärst du keine Mohrrübe, würde ich dich essen. Oh. Ich bin nämlich kein Veganer. In einem Loch versteckt. Okay. In einem Loch versteckt. Nicht mal irgendwie Hase in der Grube oder sowas, sondern einfach nur in einem Loch versteckt. Lass mich raten. Da, wo ich eben nicht reinkam, kann ich jetzt rein. Okay, wir probieren es einfach mal. Ha, wee, woo. Er hat so viel Spaß alleine. Er braucht keine anderen Leute. Böckstück hat sich. Wo ist denn jetzt das Loch gewesen? Da. In einem Loch versteckt. Scheinbar nicht. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt kann man da rein. Kuckuck, Kuckuck, Klopf, Klopf. Ich kann da nicht rein. Warum nicht? Okay. Hey du, kannst du mir sagen? Ja. Na, was sagt er jetzt? Ich kann nochmal 100 sammeln? Die kriegst du bestimmt nicht nochmal. Fängt er mir denn einen Abklatsch nur? Also ein leeres Medaillon? Was zur Hölle? Was für ein Arsch? Ich vergesse immer, dass man laufen kann. Ui. Haha, Checkpoint. Nee, ich wollte eigentlich laufen. Und wie war das? Warte mal, das schaffen wir. Hier können wir ein bisschen üben. Am Ende muss man das machen. Warte, wupp. Nein. Okay, fast. Hier vielleicht. Ist das das Loch? Das sieht aus wie ein Loch, oder? Okay, nein. Er haut sich die ganze Zeit den Kopf an. Tut mir leid. Ach, Bückstück. Wir machen dich noch glücklich. Keine Sorge. Ist hier ein Loch? Da ist ein Loch. Meinen die das Loch? Muss ich jetzt alle Löcher probieren? Muss ich jetzt alle Löcher ausprobieren? Wie in real life. Oh. Bis du das richtig passende findest, ne? So funktioniert das. Kann ich auch nicht. Das ist sogar größer, das Loch. Oh.
Bückstück, du musst jetzt auch nicht angeben, ne? Ach, das Loch. Da passe ich trotzdem nicht rein, obwohl es so groß ist. Wow, ey. Super Angeber. Nun geh mal in ein Loch rein. Okay. Welches Loch hätten Sie denn gern? Lieber Herr. Da. Oh. Ich wusste nicht, dass es hier auch was zum Graben gibt. Na dann. Ja, wird sicher Ah, nee, das war das Loch. Schon gut. Ich habe mich schon gewundert. Ich wollte gerade sagen, wird sich ja der Mister überhaupt nicht verdächtig freuen. Aber hat sich erledigt. Wir haben uns einfach in den Boden reingegraben. Und das klingt sehr nach der Musik von einer Wüste. Ein Wüstenlevel. Ja. Ich springe einfach über alles. Scheiß auf die Gegner. Oh mein Gott. Aua. Ich sehe nichts. Gib mir bitte ein Herz. Oh nein, jetzt muss ich nochmal hinlaufen. Achso, ich darf nochmal hier. Aber ich verliere all meine Münzen. Mann. Mir sind die Münzen so wichtig, weil ich weiß es auch nicht. Jetzt gehen wir nach links. Warum? Weil Sandra mich genervt hat. Ich kann nicht... Oh mein Gott. Ich kann nicht sehen. Scheiß drauf. Oh, guckt mal. Ihr könnt mich mal. Das ist ja voller Penis auf eurem Kopf. Medaillon eingesammelt, in einem Loch versteckt und alle mögen mich so sehr, dass sie mich steinigen wollen. Entweder bin ich eine Frau im Osten oder eine Minderheit im Osten oder irgendjemand im Osten. Hauptsache steinigen. Und Bückstück nur so, yay, ich bin gleich tot. Nein, das sind natürlich alles Kissen. Wir machen jetzt Kissen, eine geile Kissenschlacht. Weil, weißt du, wir haben voll Spaß. Er sagt so, hier, ich habe ein Licht angemacht und alle, yay, du bist unser Held, Kissenschlacht, wuhu. Und jetzt hat er 5 Freunde. Weißt du, die haben richtig Spaß. Bis die Federn rumfliegen und alles. Ach, hör auf, du hörst auf. Nein, du hörst auf. Lass uns einmal. Und alle fertig und legen sich alle hin und sagen, erzähl ein bisschen von dir. Und sagt das, ach Mann, also ich habe da so einen Typen und der hat, glaube ich, einen Bart, aber der hat gar keinen Bart. Oh, das klingt so voll nach dir. Mhm. Gibt's überhaupt einen echten Bart? Hast du einen echten Bart, Opa? Wow, danke, dass du meine ganzen alten Forscherwerkzeuge gekauft hast. Du bist auf einem guten Weg, ein Meisterforscher zu werden. Wow, wie es zugibt aber, ne? Du hast mir meine ganzen alten Müllwerkzeuge abgekauft. Thanks. Warum lässt du mich überhaupt nochmal angucken? Wirklich, das war's. Keine Verbesserung oder sowas, wenn ich alles gekauft habe, kann ich nochmal eine Verbesserung? Das wäre geil. Das finde ich auch bei anderen immer so toll. Manchmal fühlt man sich verarscht, ja, aber man hat immer was, wo man hinarbeiten kann. Bei Harvest Moon oder sowas, wo du dann irgendwas, wo du Verbesserungen bekommst. Und nicht immer, oh, du brauchst jetzt irgendein Erz aus einer fucking Mine, sondern einfach nur, im Winter sagt er, oh, ich habe eine Mine was gefunden, jetzt kann ich dir eine bessere Spitzhacke machen, aber das kostet natürlich ein bisschen, tut mir leid, so ein bisschen. Dann hast du wenigstens was, worauf du hinsparen kannst. Finde ich gut, muss ich zugeben. So, ich habe alle Gegenstände. Aber das ist mein Herzen, brauche ich auch. Das ist das größte Bullshitting hier in dem Spiel, muss ich zugeben. Der Wald ist fertig. Gemütliche Schlucht sind noch 2 Sachen. Okay. Ich meine schon ein paar von denen. Was war das denn nochmal? Haben wir das schon fotografiert? Ich weiß es nicht. Oh, die haben wir alle nicht fotografiert. Ja, die hätten wir alle schon fotografieren können. Who cares? Aber nein, ist wichtig. Ist ganz wichtig, dass wir noch Fotos machen. Dann. Scheinbar gibt es im Wald nichts. Auch gut. Ja, okay. Der Wald ist fertig damit. Die Hinweissteine, keine Ahnung, was das ist, aber da war ja hinten irgendwo was. Vielleicht kommt da noch was. Bei dem Spiel weiß man nie. Also komm. Naja, habe ich ja. Jetzt kann er sich mal ausruhen. So viel erlebt. Busy, busy. Alright, ich bin auch mal dran. Na, du?
Ich weiß noch, wer du bist. Du... du... BFF. Wir haben nebeneinander gesessen und, gegessen. Bestimmt haben wir gegessen. Egal, ich habe jetzt zu tun. Ich muss jetzt hier Sachen tun. Warum ist das jetzt? Klick. Los geht's. Was gibt's als nächstes? Das geheime Hindernis. Nein. Ist das da unten? Nein, das... Nein, 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 das wollte ich eigentlich nicht. Okay, machen wir das schnell. Bin ich aber hingefallen. Ich dussel. Oh, du bist auch ein Hindernisparcours. Ja, der ist nämlich weltbekannt. Weltbekannt? Der Kack? Ja, mal fahren, dass es irgendwo in einer Höhle sein soll. Ich hoffe, das ist nicht zu gefährlich. Ja. Who cares? So. Lass mich. Nein, lass mich. Sei nicht so aggro. Mein Gott, geh mal zur Therapie oder so. Geh boxen. Einfach mal... Ach nee, wir sterben ja eh. Warum jetzt Münzen einsammeln? Oh, Entschuldigung. Ah, apropos. Mach mal Cheese. Nein, Cheese. Die ältesten lebenden Kreaturen. Wirklich? Okay. Wir machen unten noch ein paar Fotos. Jetzt geht's los. Okay. Da, der reicht vielleicht. Mist. Okay. Aua. Komm mal raus. Oh, ein geschäftiger Haufen von Maulwürfen, die ein weitläufiges Netzwerk aus unterirdischen Tunneln bauen. Das nimmt mich auch nicht. Ich meine, yay. Ist okay, ist okay. Wir holen das Herz schnell mal. Und jetzt können wir noch eine... Können wir die Schlange von hier vielleicht? Ah, oh Mann. Warum können wir nicht zoomen? Können wir nicht das verbinden mit dem Teleskop? Motiv ist zu weit weg. Okay. Opfert sich halt. Sie ist halt eine sehr mutige. Sie will angeben. Sie will das später erzählen. Oh, warte. Voll in den Bauch, ey. Was ist sie, Kleopatra? Nee. Ja. Ist ja gut jetzt. Also. Du siehst aber auch derb aus. Eine sehr defensive Kreatur. Nimm dich vor den Peitschenangriff in Acht. Okay, du wirst mal nicht sterben. Ne? Bin ich nicht nett? So, wir machen... Sie ist jetzt für die Fotos zuständig, weil sie hat ja auch Instagram. Ah, Mädel! Ah, Batulas können... Sie haben einen Namen. Ah ja, stimmt, da oben. Batulas können einen so nahen Impuls aussenden, um ihre Feinde zu verwirren. Boah, ist das alles spannend. Das hätte ich ja alles nicht gedacht. Aber wir machen jetzt die Fotos hier voll, ey. Ich habe zwar nie Pokémon Snap gespielt, aber jetzt habe ich das wenigstens Gefühl, ich kann einer von den Leuten sein. Ich bin auch cool. Apropos auch cool. Checkpoint. Hallo, ja, muss ja, ne? Ist ja die nächste Aufgabe. Da kann ich ja nicht Nein sagen. Da muss ich ja durch. Okay. Die Musik ist ein bisschen seltsam. Ah! Wow, das war nicht schlecht. Okay. Wir versuchen jetzt mal ganz langsam. Oh mein Gott. Ja, tut mir leid, aber darfst du auch mal ein bisschen fallen, ne? Hui, lasst mich mal in Ruhe. Was sind das überhaupt für komische Schlangen? Der hängt dir fest. Ich hab's doch vorher auch geschafft. Warte mal, ist das ein Checkpoint, den ich einfach übersehe? Kann das sein? Oh, sie schafft das. Guck mal. Boah, so stämmige Beine. Okay, wir schaffen das. Ist das ein Checkpoint? Und ich habe einfach immer verkackt.
Okay, warte. Wir haben... Da fehlt einfach der Schatten unter der und unter den Charakteren. Ich habe doch alles... Ich habe doch Schatten und so angemacht. Ui! Mädel ist die Beste und hat eine Weste an und ein Gurt um die Weste, was nicht wirklich gut ist, weil wenn ins Wasser fällt, dann... Okay. Bling! Ja, das ist ein Fashion-Choice. Fashion, Fashion, Fashion. Ein Bückstück nur, ja, ja. Fashion. Du darfst später wieder Findom besuchen. Ach, immer diese Telepathie, habe ich ganz vergessen. Verdammte Scheiße. Warum sind wir Zwillinge immer miteinander verbunden? Ist ja nervtötend. Nichts kann ich machen, ohne dass du siehst. Und sie, mhm, und er, upsie.